So, dann übergebe ich sehr gerne Alexander Wohnig das Wort und begrüße ihn nochmals ganz herzlich zu diesem Anlass. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, der Ton ist gut. Wenn nicht, bitte Bescheid sagen. Ja, ich freue mich hier heute zu referieren. Wenn auch digital, sicher wäre es auch schön gewesen und in Präsenz, aber wird ja bald wieder kommen. Ich bin Juniorprofessor für Didaktik der Sozialwissenschaften in Siegen und werde das Thema jetzt aus Sicht der ja, Didaktik der Sozialwissenschaften, der politischen Bildung fokussieren. Und vielleicht kurz als Vorbemerkung, also diese Frage, ob politische Bildung demokratierelevant ist, würden wir ja sicher alle recht ohne große Diskussion mit Ja, beantworten. Aber aktuell zeigt sich ja, dass sozusagen diese einfache Feststellung doch recht überfordernd auch sein kann, wenn man sich anschaut, welche multiplen Krisen sozusagen zu bearbeiten sind gesellschaftlich. Also da ist ja Corona schon nahezu wieder in den Hintergrund geraten unter den aktuellen Verhältnissen. Krieg, Klima, Rassismus wären weitere Themen, die uns sicherlich auch in nächster Zeit begleiten und in der politische Bildung, so ist es im deutschen Diskurs und ist in der Schweiz vielleicht ähnlich, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber in der politischen Bildung immer wieder angerufen wird, doch was beizutragen, um diese Krisen zu bearbeiten. Und ich würde kurz als Vorbemerkung sagen, ja, das ist auch Teil politischer Bildungsarbeit, aber ich würde sagen, nein, politische Bildungsarbeit geht nicht darin auf, als sozusagen Feuerwehr oder Krisenlöschungsinstrument, Lösungsinstrument sozusagen betrachtet zu werden. Und aus dem Blickwinkel möchte ich jetzt im Folgenden kurz skizzieren, was ich unter politischer Bildung verstehe und dann skizzieren, was subjektive Lernpotenziale von Krisen und in dem Fall die Corona-Krise sein können. Was habe ich also vor? In Deutschland gibt es den 16. Kinder- und Jugendbericht und den gibt es alle 3 oder 4 Jahre gibt es diesen Jugendbericht. Und in diesem Jugendbericht, Kinder- und Jugendbericht, findet eine Auseinandersetzung mit jugendrelevanten Fragen statt. Und vor 2 Jahren erschien da unter dem Titel Förderung demokratischer Bildung im Kinder- und Jugendalter, was insofern ein wenig überraschend ist, als dass in Deutschland ja seit 1947, 48 eigentlich politische Bildung das Schlagwort ist. Und ich möchte jetzt im Folgenden politische Bildung skizzieren als ein Konzept, das man definieren kann und dann auch Demokratiebildung als ein anderes Konzept, das man definieren kann und würde beide voneinander unterscheiden und sagen, in Krisen gibt es spezifische, Lernherausforderungen für die politische Bildung und spezifische für die Demokratiebildung. Ich möchte darauf eingehen, was Subjektorientierung in der politischen Bildung ist. Also was sind dann diese subjektiven Erfahrungen für Lernanlässe, die ich im Titel genannt habe? Und dann möchte ich noch mal kurz auf die Pandemie eingehen. Das mache ich auch aus Sicht eines Netzwerks, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, also dass das Verhältnis von Demokratiebildung und politischer Bildung bestimmt und eben auch Monika Waldis-Weber Mitglied ist und in dem wir sozusagen dann auch länderübergreifend immer wieder diskutieren, was ist eigentlich Demokratiebildung und was ist politische Bildung. Zunächst mal, das mache ich immer gerne, eine Diagnose. Ich würde sagen, es gibt im Diskurs, und das ist vielleicht ein Diskurs, der vor allem in der Bundesrepublik Deutschland geführt wird, aber ich habe den Eindruck, das wird auch vermehrt in der Schweiz kommen. Ein Diskurs, in dem politische Bildung und Demokratiebildung synonym gebraucht werden, also in dem nicht unterschieden wird zwischen politischer Bildung und Demokratiebildung. Es findet entweder eine Begriffsgleichsetzung statt, also Demokratiebildung ist notwendigerweise politische Bildung oder politische Bildung ist notwendigerweise Demokratiebildung. Oder es findet so eine Hierarchisierung statt, dann wird Demokratiebildung als ein Dach von politischer Bildung und zum Beispiel Demokratiepädagogik beschrieben.
Ich würde aber da entgegenhalten und sagen, dass diese beiden Strategien Konzepte verwischen und die Stärken der jeweiligen Konzepte sozusagen ausblenden. Also darauf gehe ich gleich ein, aber um es kurz zu skizzieren, in meinem Verständnis bedeutet politische Bildung vor allem die kritische sozialwissenschaftliche Analyse von politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Phänomenen. Und Demokratiebildung bedeutet die Frage, welche Teilhabe in bestimmten Bildungsinstitutionen möglich ist und wie dort Demokratie gelernt werden kann. Und wenn wir Sie jetzt, werden Sie direkt denken, okay, das sind spezifische Herausforderungen in einer Pandemie, wohingegen die kritische sozialwissenschaftliche Analyse zum Beispiel analysieren würde, ob das Gesundheitssystem gut ausgestattet ist oder woran es liegt, dass es vielleicht schlecht ausgestattet ist, würde die Demokratiebildung fragen, welche demokratischen Erfahrungen können Kinder und Jugendliche machen, beispielsweise wenn Jugendhäuser in einer Pandemie aufgrund Corona-Verordnungen geschlossen sind. Also ich würde sagen, diese Möglichkeit der Unterscheidung von politischer Bildung und Demokratiebildung hat eine konzeptionelle Stärke und zeigt uns dann auch, was Bildung leisten kann in den multiplen Krisen. Und viertens, und das geht oft einher mit dieser Redewendung, politische Bildung ist demokratierelevant, ist der Begriff der Prävention. Ich würde sagen, Prävention ist ein Gegenteil von Bildung und ist gefährlich, sozusagen die Aufgaben politischer Bildung und auch Demokratiebildung in Krisen auf Prävention, zum Beispiel Extremismusprävention, zu verkürzen. Und ich würde dagegen halten und sagen, die Aufgabe politischer Bildung wäre es hingegen, das Konzept der Bildung, also der Aneignung von Welt in Auseinandersetzung mit Subjekt mit Welt zu fokussieren. Was ist jetzt politische Bildung? Also politische Bildung kann sich einigen auf eine normative Leitidee der Mündigkeit, wobei ich auch sagen würde, das ist ja auch eine Art Fahnenwort, also wer hat schon was gegen Mündigkeit, also sowohl Corona-Maßnahmenbefürworter als auch Corona-Maßnahmengegnerin beziehen sich auf Mündigkeit, also müsste man Mündigkeit zunächst näher bestimmen. Ich würde sagen, Mündigkeit in Anschluss an Kant, also das kennen Sie alle, habe den Mut, dich deines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen, ist der Ausgangspunkt der Bestimmung in der Aufklärung. Also Mündigkeit wird sozusagen in die Welt gesetzt in der Aufklärung, aber die spezifische Bestimmung von Mündigkeit wäre dann zu leisten, noch beispielsweise unter Rückgriff auf Theodor W. Adorno, der sagt, mit der Voraussetzung von Demokratie, Mündigkeit gehört Kritik zusammen. Hier stecken ja zwei Aussagen drin, nämlich die Voraussetzung von Demokratie ist Mündigkeit. Das kennen Sie alle ja, den Satz, Demokratie braucht mündige Bürgerinnen. Aber was ist dann sozusagen Mündigkeit? Und da sagt er Kritik. Und damit meint er nicht Kritik im Sinne von Kritik aushalten oder jemanden kritisieren, sondern im Sinne von der Analyse, kritischen Analyse von gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Verhältnissen. Und die kritische Theorie, aus der Adorno sozusagen stammt, sagt dann auch, dass aus dieser kritischen Analyse der bestehenden Verhältnisse der Drang entsteht, auch Gesellschaft zu verändern. Und das, würde ich sagen, ist der Kern politischer Bildung. Könnte man folgendermaßen ausdifferenzieren. Die Ziele wären dann, dass man Wissen braucht, um einen Gegenstand zu analysieren, dass man diesen aber nicht neutral analysiert, indem man sagt, ja, ich analysiere einen Gegenstand, aber ich habe keine Position, sondern dass man natürlich in gesellschaftlichen Konflikten, Problemen auch eigene Interessen hat, dass man die erkennen kann, dass man die reflektieren kann, dass man sich auf dieser Basis von Wissen und Interessen ein eigenes Urteil bilden kann und dann zuletzt dieses Urteil auch in Aktion übersetzen kann, also in politisches Handeln, in politische Partizipation, politische Einflussnahme. Und in der Didaktik der politischen Bildung, also der wissenschaftlichen Disziplin, ist das dann beschrieben worden als Konfliktorientierung. Die Ziele
einer solchen Bildung sind Mitbestimmung und Demokratisierung? Und wo öffnen sich Gelegenheiten für Mitbestimmung und Demokratisierung in politischen Konflikten? Also nicht im Schulbuch lernen, indem ich lerne, wie ein Parlament funktioniert, sondern genau, wenn politische Konflikte aufploppen, ploppen auch Möglichkeitsräume für Mitbestimmung auf. Und deswegen sagt zum Beispiel Hermann Giesecke 1972 in seiner Bestimmung der Konfliktorientierung, der pädagogische Eintritt in die Praxis sind die gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Konflikte. Also die kritische Analyse von bestehenden Verhältnissen führt zu der Möglichkeit, in Konflikt mitzubestimmen und Gesellschaft zu verändern. Wie analysiert man nun Konflikte? Da gibt es ein Kategoriensystem. Manche haben 12 Kategorien, andere 36. Es gibt eins, das kommt auch mit zweien aus. Legitimität und Effizienz halte ich für ein bisschen verkürzt. Das wäre jetzt ein Kategoriensystem, das ich jetzt mal so zusammengestückelt habe. Mit Kategorien, die ich für wichtig halte, um politische, gesellschaftliche und ökonomische Strukturen zu analysieren. Und ich habe das jetzt mal gemacht in Bezug auf Corona. Die Frage, sollten Schulen vermehrt auf digitale Angebote setzen? Und da könnte man ja natürlich sagen, ja, klar, warum nicht? Aber die Frage wäre ja zunächst mal zu stellen, wo besteht eigentlich der Konflikt? Also gibt es einen Konflikt um generelle Fragen von digitaler Infrastruktur? Gibt es einen Konflikt um generelle Fragen, wie funktioniert Bildung? Oder gibt es vielleicht einen Konflikt um soziale Ungleichheit? Ja, wir wissen ja aus Studien, Digitalisierung verstärkt auch soziale Ungleichheitsfaktoren. Und diese Kategorien wären dann sozusagen an den Konflikt anzulegen und der Konflikt wäre so zu analysieren. Zum Beispiel würde man bei der Kategorie Interesse nach den Interessen fragen und das Interesse eines von Ungleichheit bedrohten oder betroffenen Kind oder Jugendlichen unterscheidet sich doch hier wahrscheinlich von dem Interesse von Microsoft oder Apple, die wahrscheinlich der Digitalisierung in Schulen jetzt wenig dagegen haben, weil sie ganz andere Interessen haben als beispielsweise betroffene Schülerinnen, Lehrerinnen, Eltern, Gemeinden und so weiter. Menschenrechte wäre auch spannend. Gibt es ein Menschenrecht auf Bildung in Präsenz? Das wäre sicherlich auch kontrovers zu diskutieren. Ja? Also wie definiert man dann Bildung, die Auseinandersetzung, das gemeinsame Lernen? Genau. Und wenn diese Konfliktanalyse durchgeführt ist, so die Hoffnung, können Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene ein Urteil zu einem Konflikt bilden und dann auch in diesem intervenieren. Gut, kommen wir zu dem Punkt der Subjektorientierung, der ja auch im Titel genannt ist, subjektive Interessen. Damit meine ich im Titel auch nicht, jeder hat irgendwelche Interessen, sondern ich meine damit, warum lernen wir? Und das ist ja tatsächlich eine recht spannende Frage. Also lernen wir, weil jemand zu uns sagt, es ist wichtig zu wissen, wie das Wahlsystem funktioniert. Im Schulbuch steht es auf Seite 44, lern das. Oder lernen wir, weil wir uns von dem Lernprozess, von der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand einen subjektiven Weltaufschluss erhoffen, wie Klaus Holzkamp das formuliert. Nämlich, Holzkamp unterscheidet zwischen expansivem und defensivem Lernen. Und er sagt, wenn wir nur lernen, um Gefahr abzuwenden, dann ist das defensiv. Und Fußnote, das meiste Lernen in Institutionen findet defensiv statt. Ja, wir lernen zum Beispiel in Schule oft, weil wir versetzt werden wollen oder weil wir keine schlechte Note wollen oder teilweise auch, weil es von uns erwartet wird, vom Elternhaus, von der Peer Group und so weiter. Aber expansives Lernen beinhaltet für Holzkamp, dass das Lernsubjekt selbst antizipiert, dass die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ihr die Welt aufschließt, also mehr Verfügung von Welt gibt. Und deswegen ist subjektorientiertes Lernen ein Lernen, in dem die Lernenden selbst erkennen und für sich selbst sozusagen es als wichtig definieren, eine Auseinandersetzung voranzutreiben.
Also der Lernprozess setzt nicht irgendwo an, sondern an den Interessen, an Alltagswissen, an den Alltagserfahrungen der Subjekte. Und was zentral ist, ist, dass ein Politikverständnis dann auch kein enges sein kann. Denn wenn wir allen Personen subjektives, weltaufschließendes Lernen ermöglichen wollen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Berechtigung und die Selbstermächtigung, über Politik zu sprechen, in demokratischen Gesellschaften auch ungleich verteilt ist. Das wissen wir aus Studien. Diejenigen aus sozial prekären, benachteiligten Milieus haben von sich selbst aufgrund von Ausschlusserfahrungen das Bild, dass sie weniger Berechtigung haben, über Politik zu sprechen, als diejenigen aus privilegierten Milieus. Ja, also wir müssen also auch fragen, was ist überhaupt politisch und wer ist berechtigt, subjektiv sich mit Politik zu beschäftigen. Und ich würde sagen, jetzt kommt das Kernargument nach langem Anlauf, der politische Bildung, die ein subjektives Lerngelegenheiten ermöglichen will, tut gut daran, Konflikt- und Subjektorientierung zu verbinden. Denn aktuelle Probleme, Konflikte betreffen Kinder und Jugendliche und sie sind sozusagen eher relevant für subjektiven Weltaufschluss, für die Verfügung über Welt, als Gegenstände, die keinen Bezug zu ihnen haben. Also in aktuellen Konflikten kann man die eigenen Interessen artikulieren und dann wäre eben die Frage, welche Konflikte und Probleme in der Pandemie haben für die Lernenden eine Bedeutung und welche Konflikte stecken hinter den alltäglichen Beobachtungen, Missständen und Krisendiagnosen. Und deswegen halte ich es für viel relevanter, über die Frage zu sprechen, wie da politische Bildung und Demokratiebildung gelingen kann, als sozusagen über Einzelaspekte der Pandemie. Denn die Frage ist ja immer, was betrifft sozusagen die Lernenden? Was sind Dinge, die sozusagen in ihrer eigenen Lebenswelt eine Bedeutung haben? Also in der Pandemie als Krise und damit Lernnotwendigkeit und Gelegenheit habe ich es genannt. Also die Krise ist nicht nur eine Lerngelegenheit, weil Konflikte aufploppen, sondern sie macht auch Lernen notwendig, um überhaupt bewältigen zu können. Und würde ich zum einen sagen, wichtig ist politische Bildung und nicht Prävention. Also am Anfang der Pandemie war beispielsweise zu beobachten, dass im politisch bildenden Unterricht in Deutschland sehr viel die Regeln besprochen wurden. Tragt Maske, haltet Abstand und so weiter. Das ist ja alles notwendig, aber das ist ein Unterschied zu politischer Bildung, die sozusagen Konflikte analysiert. Und ein Beispiel, wie man subjektive Interessen dort einbringen kann, wäre zum Beispiel, indem man negativ beginnt, also mit Kritik beginnt und erst einmal fragt, was fand ich doof? Ich fand in der Pandemie doof das. Und dann kommen vielleicht so Sätze wie, viele Alte gestorben sind, die Krankenhäuser überfüllt waren, teilweise keine Krankenwagen mehr kamen und so weiter. Und diese Kritiksätze kann man clustern, beispielsweise zu der Konfliktfrage, sollte das Gesundheitswesen in der BRD stärker staatlich finanziert werden? Ich habe vorhin überlegt, soll ich in die Schweiz hinschreiben? War mir zu heikel, denn ich kenne mich mit dem Gesundheitswesen der Schweiz nicht so gut aus. Aber Sie können dann meinetwegen da Schweiz einsetzen. Und wenn man dann sozusagen das als Konflikt formuliert hat, würde man wieder zu diesen Konfliktkategorien kommen und den Konflikt aufschlüsseln, ein Urteil bilden und politisches Handeln anbahnen können. Also Kinder und Jugendliche könnten beispielsweise, wenn sie dann herausfinden, in der Bundesrepublik Deutschland ist das Gesundheitswesen durch Privatisierung kaputt gespart worden, wäre nur eine These, gibt sicher auch andere, könnten sie auch politisch intervenieren, indem sie zum Beispiel dagegen protestieren. Vorstellbar wäre natürlich auch, dass sie zu dem Urteil kommen, dass noch mehr Privatisierung dem Gesundheitswesen würde, könnten sie dann natürlich auch das Urteil artikulieren. Okay, wie sieht das denn mit der Zeit aus? Weil ich könnte hier einen Cut machen, hätte vielleicht noch 5 Minuten. Ich muss es schnell schauen. Also ich 5 Minuten sind noch lang, vielleicht 2, 3 Minuten. Okay, dann noch ganz kurz zur Demokratiebildung. Also
Ich hatte ja gesagt, die Demokratiebildung fokussiert stärker auf die Strukturen von Institutionen und fragt nach Potenzialen für Mitbestimmung und demokratische Partizipation. Und hier würde man stark als Subjektorientierung formulieren, dass die Kinder und Jugendlichen sich selbstständig Demokratie aneignen, indem sie demokratische Praxis leben, weil sie als mündig angenommen werden. Also in einem Jugendzentrum, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, können sie gemeinsam entscheiden, wie dort Dinge gestaltet werden. Sie werden beteiligt, sie haben das Recht auf Partizipation, sie sind dort freiwillig, Dinge, die in der Schule nicht so zutreffen. Und Demokratiebildung wäre hier eben die gemeinsam deliberative Aushandlung des gemeinsamen Lebensraums, könnte man vielleicht pathetisch sagen, was in Schule wenig, also auch möglich ist, aber in starreren Grenzen. Und ganz kurz nur nochmal zur Pandemie. Hier haben wir viel stärker als die Analyse von Gegenständen die Frage, was macht eigentlich die Pandemie mit solchen demokratiebildenden Angeboten? Denn wenn die Jugendbildungsstätte oder das Jugendhaus geschlossen ist, kann auch keine Demokratiebildung stattfinden. Und ein Beispiel, das ich total spannend fand, ein Fall war ein Ferienlager eines Jugendverbandes, in denen Corona-Schutzmaßbestimmungen diskutiert wurden. Und Demokratiebildung bedeutet hier eben, dass man gemeinsam diskutiert, also Kinder, Jugendliche und die Pädagoginnen und Pädagogen, wie man mit diesen Schutzbestimmungen umgeht. Das wäre Fall 1. Also nach ausgiebiger Diskussion wurde demokratisch entschieden, die bis in die zweite Zeltlagerwoche hinein geltende Abstandsregelung aufzuheben. Von Seiten der Hygieneverordnung war sie für Zeltlager nicht vorgeschrieben. Also hier ist Demokratiebildung sozusagen die gemeinsame Aushandlung, beispielsweise wie man mit Corona umgeht und weniger vielleicht in anderen Institutionen, dass es sozusagen Regeln gibt, die umgesetzt werden. Oder ich kenne es aus Deutschland von Freundinnen und Freunden, die als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten, die dann sozusagen von der Schulleitung verordnet werden. Genau, anstelle eines Fazits, ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage, wie geht dieses subjektorientierte Lernen mit der doch gesellschaftlich massiven Ungleichheit einher? Also wir sollten immer, wenn wir solche Angebote machen, auch reflektieren darauf, wer ist nicht berechtigt, sich mit Politik zu beschäftigen, über Politisches zu sprechen, politisch zu argumentieren, sich ein politisches Urteil zu bilden oder im öffentlichen Raum zu erscheinen. Das habe ich jetzt mal frei nach dem Soziologen Pierre Bourdieu so zusammengefasst. Denn es gibt ganz viele Kinder und Jugendliche, die sich aufgrund von Ausschlusserfahrung eben als nicht berechtigt über Politik zu sprechen und sich damit zu beschäftigen, definieren. Und da können wir noch so viel über subjektorientierte Zugänge sprechen. Wenn wir Kinder und Jugendliche haben, die sich diesen Zugang von Anfang an absprechen, weil sie ihn abgesprochen bekommen haben in der Vergangenheit, dann muss politische Bildung massiv sozusagen auch an den Politikverständnissen dieser Kinder und Jugendlichen ansetzen und kann sozusagen nicht von oben herab sagen, Politik ist X oder Y, denn dann sozusagen ist das Erreichen von bestimmten Kindern und Jugendlichen massiv ungleich verteilt, würde ich sagen. Und das ist kein Defizit der Kinder und Jugendlichen, würde ich sagen, sondern eher eins des Faches und des Zugangs der politischen Bildung. Genau, das ist die Literatur. Genau, das ist mein Dank für Sie und meinen Kontakt. Und genau, vielen Dank für Ihre Geduld und das Zuhören. Vielen Dank, Alexander Wohnig, für diesen Einblick und das Statement. Wir haben noch gute fünf Minuten Zeit, auch Fragen gerade im Anschluss ans Referat zu beantworten oder auch Klärungen, die noch notwendig sind. Ich öffne gerne hier kurz die Diskussion. Gibt es eine Bemerkung, eine Ergänzung? Jan Scheller sehe ich. Mhm. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich hoffe, man hört mich. Ich finde den Ansatz spannend, politische Bildung von einer Konfliktanalyse her zu denken.
weil ja, da sind sämtliche Kompetenzen drin von den einschlägigen Kompetenzmodellen der politischen Bildung. Und da lässt sich meiner Ansicht nach auch guten Phasenmodell für Unterricht ableiten. Ich bin nicht mehr so richtig im Diskurs der politischen Bildung drin, deswegen wollte ich mal zurückfragen, ist das weitgehend Konsens oder beißt sich das dann mit anderen Ansätzen, die dann auch andere Methoden noch für politische Bildung als bedeutend erachten? Ja, das ist eine gute Frage, denn ich würde schon sagen, Konfliktorientierung ist ein ähnliches Fahnenwort sozusagen wie Mündigkeit. Also es gibt jetzt niemanden in der Wissenschaft der politischen Bildung, der oder die sagt, Konfliktorientierung, da lassen wir besser die Finger von, weil. Aber es gibt doch ein paar Punkte sozusagen, über die gestritten wird, die ich für recht relevant halte. Also zum Beispiel die Frage des Wissens. Also ist sozusagen der Kern dieser Konfliktorientierung das Wissen, also die Wissensaneignung, und ist diese Subjektorientierung dann sozusagen nur so eine Art methodisches Beiwerk? Ja, da würde ich sagen, nein. Also das geht sozusagen Hand in Hand, und die Frage der Interessen der Schülerinnen und Schüler geht sozusagen Hand in Hand mit dem Wissen, denn das Wissen ist bei der Konfliktorientierung nicht instrumentell, ist nicht sozusagen Selbstzweck im Sinne von, wir lernen etwas, weil es im Lehrplan steht, sondern wir eignen uns Wissen an, um den Konflikt. Beurteilt eine andere Rolle. Das Wissen ist sozusagen angewandt auf ein, jetzt war ich, glaube ich, kurz weg, ne? Ja, sorry. Also das Wissen spielt eine andere Rolle als in einem kundeorientierten Unterricht, wo man beispielsweise mit dem Schulbuch arbeitet, denn es wird angewandt auf diesen Konflikt mit dem Ziel, sich ein Urteil zu bilden und mit der Möglichkeit, auch in den Konflikt zu intervenieren. Das wäre der zweite Streitpunkt. Hat politische Bildung die Aufgabe, politische Partizipation kognitiv nahezubringen, oder hat politische Bildung die Aufgabe, auch handlungsfreie Räume und Möglichkeiten zu schaffen? Auch hier wäre ich für die zweite Position, aber da muss man sagen, ist das eher die marginale Position. Also es geht doch in dem großen Feld der politischen Bildung stärker darum, Wissen zu vermitteln zu Partizipationsmöglichkeiten und weniger darum, wirkliche Partizipationserfahrungen anzuregen. Und ich würde sagen, die politische Konfliktorientierung ist dann eine Konzeption politischer Bildung, die genau sowas auch ermöglicht. Denn wenn ich in einen Konflikt analysiert habe, der gerade hier ist, also soll eine Umgehungsstraße in Aarau gebaut werden, dann kann ich da auch intervenieren mit einer Podiumsdiskussion, einem Zeitungsartikel, einem Blogbeitrag, Facebook-Posts, Instagram oder auch einer Demonstration. Genau, das wäre dann eben zu reflektieren als Teil des Bildungsprozesses, dieses Handeln auch zu reflektieren, und dann werden wir in so einer Dauerschleife der politischen Bildung sozusagen. Also wir lernen, also wir analysieren einen Konflikt, wir handeln, wir reflektieren dieses Handeln wiederum als Bildungsprozess, und das würde sich sozusagen dann unendlich drehen können. Genau, also es ist umstritten in Details, aber Konfliktorientierung gibt es, ist sozusagen auch eine Art Fahnenwort, und man muss genau reingucken, was mit dem Konzept dann im Detail gemeint ist. Genau. Ja, jetzt, ich habe hier noch im Chat eine Frage, Alexander. Es ist die Frage aufgetaucht, ob du die Folie mit den Kategorien Macht und so weiter nochmals zeigen könntest. Mhm. Geht das so schnell? Ja, ja. Oh. Genau, also das wären die Kategorien, und das gibt auch sicherlich noch andere, über die man sprechen kann. Ich würde sagen, die wichtigen Kategorien sind Konflikt, Macht, Interesse und Recht. Also ich würde sagen, das sind die vier Kategorien, die man eigentlich immer braucht. Ideologie ist natürlich wahnsinnig komplex, aber auch zentral. Also gerade bei Konflikten, die Klima betreffen oder Umweltschutz, ist natürlich die Frage sozusagen, wie begründet man sowas, auch ideologisch wichtig. Ja, also wieso zum Beispiel, wie kann man rechtfertigen, dass es wichtiger ist, eine Straße zu bauen, als Wald zu erhalten? Ne? Also das wären ja dann die Frage nach Begründungszusammenhängen. Genau, aber ich würde sagen, die ersten vier sind so die Kernkategorien. Mhm. Ja,
Gut, ich schaue nochmals in die Runde. Ich sehe nicht alle. Von daher müssen Sie sich auch bemerkbar machen. Und ansonsten bitte ich Raphael von Arx und Sven Eckloff, sich bereit zu machen. In Ihrem Referat werden wir jetzt hier in die Praxis eintauchen. Ich übergebe euch gerne das Wort. Mhm. Ja, vielen Dank und ganz herzlich willkommen zu unserem Referat. Mein Name ist Raphael, neben mir sitzt Sven. Und wir sind beide bei Discussit angestellt und wir führen gemeinsam durch die nächsten rund 20 Minuten. Ja, und wie du schon gesagt hast, nach diesem spannenden Theorie-Input wird es jetzt wirklich praktisch. Wir betreiben politische Bildung an Schulen vor Ort. Und ganz kurz zum Ablauf, ich werde ganz kurz was zu unserem Verein sagen. Dann zweitens eine Beschreibung unserer Umstellung, unseres Angebots, quasi als alles begann im Frühling 2020, Stichwort Homeschooling, Stichwort Lockdown etc. Und dann drittens der Hauptteil, der darauf folgende Corona-Alltag, eigentlich seit Mitte 2020 bis heute. Und viertens ein kleiner Ausblick, ja, was das Ganze für uns bedeutet, für unser Angebot und was das Ganze für einen Einfluss hatte darauf. Ja, wir sind ein Verein junger Berufsleute und Studierender, die sich freiwillig für mehr politische Bildung an Gymnasien und Berufsschulen engagieren. Derzeit haben wir rund 70 Freiwillige, die sich engagieren, und unterstützt werden diese Freiwillige durch ein 5-köpfiges Angestellten-Team. Unsere Werte: wir gestalten unser Angebot möglichst neutral, ausgewogen und unabhängig. Wir bieten ganz viele Engagementmöglichkeiten für unsere Freiwilligen, für junge Menschen. Wir versuchen trotz Freiwilligenarbeit das möglichst professionell zu tun. Und wir sind immer offen dafür, uns zu entwickeln und uns auch zu hinterfragen. Hier ein Überblick über unsere Vereinsgeschichte. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen. Einfach wichtig zu wissen, wir sind sehr, sehr klein gestartet, 2017 eigentlich ein Freundeskreis, der fand, wir müssen mehr politische Bildung machen an Schulen. Das hat im Kanton Zürich auch so begonnen. Damals war alles ehrenamtlich und wir sind dann bis 2020 kontinuierlich gewachsen. Dann kam Corona, dazu dann später mehr, und seit 2021 haben wir eine finanzielle Förderung erhalten von MPF, und MPF, dahinter steht der Mikropionierfonds, und dieser ermöglicht uns unter anderem eben auch 5 Vereinsmitglieder Teilzeit anzustellen und so unsere ganzen Aktivitäten ein wenig besser zu betreuen und zu koordinieren. Ja, bevor ich übergebe, noch 1-2 Worte zu unserem Angebot, das wir an Schulen haben. Wir sehen hier an eigentlich alle Formate, die wir haben. Zum einen das Politikpodium, da laden wir 4 Politiker, PolitikerInnen ein an die Schule. Wir stellen eine Moderation und dann wird über ein Thema diskutiert, gemeinsam mit der Schülerinnen und Schüler. Das Streitgespräch ist eigentlich dasselbe, einfach laden wir nur 2 Politiker, PolitikerInnen ein. Das sind dann eher kleine Veranstaltungen. Dann der Parteienbasar, das ist etwas, das sehr beliebt ist, gerade im Vorfeld vor Wahlen. Da geht es darum, die ganze Parteienlandschaft kennenzulernen und wirklich auch Gespräche auf Augenhöhe zu ermöglichen zwischen Politiker, Politikerinnen und Schülern. Der Moderationsworkshop ist was Spezielles. Und da geht es darum, dass wir Schüler und Schülerinnen befähigen, sie zu Moderierenden ausbilden quasi. Also wir unterstützen sie in der Vorbereitung eines Podiums, damit sie das dann auch selber tun können. Und die Wahlveranstaltung, das ist eigentlich einfach eine Kombination aus verschiedenen Formaten, meistens aus dem Podium und einem Basar. Hier habe ich ein paar Impressionen mitgebracht und man sieht, die Podien, das sind wirklich so unsere Spezialität, das machen wir am meisten. Und teils sind das sehr große Veranstaltungen, teils eher kleinere. Das kommt ganz auf die Schule darauf an und ist immer sehr spannend, je nach Schule auch.
Und ja, nochmal zu dieser Folie. Wir sehen jetzt hier oben rechts ein neues Format und Sven wird jetzt gleich erklären, ja, was es damit auf sich hat, wie das Ganze auch entstand. Und ich bin gespannt darauf. Ja, vielen Dank, Raphael. Genau, ich bin Sven, ebenfalls vom Angestellten-Team von Discussit und werde ein bisschen erläutern, wie das dann stattgefunden hat mit dieser Umstellung. Hier gleich mal als kleine Sneak Peek sehen wir ein YouTube-Video. Da ist eine Moderatorin von uns am Moderieren. Da geht es um ein Streitgespräch, das eben online stattfindet mit Maya Rieniker und Mariana Schlatter. Und wie das dazu gekommen ist, dass wir dann auch Videos hochgeladen haben auf YouTube, das erkläre ich euch im Folgenden. Und zwar ja, Frühling 2020, das ist so das Schlagwort. Wenn Sie sich jetzt zurückversetzen in diese Zeit vor 2 Jahren, dann wissen Sie alle, was da passiert ist. Und zwar ja, hat die Pandemie da zugeschlagen, auch in der Schweiz, in Europa. Und wir hatten etwa ja, 30 bis 40 Podien geplant, mussten die dann schlagartig alle absagen, weil, wie man auf den Bildern gesehen hat, sitzen da Schülerinnen dicht an dicht und da sind meistens sehr viele Leute dabei. Das konnten wir natürlich nicht weitermachen und mussten uns dann auch so ein bisschen überlegen, ja, wie wollen wir jetzt politische Bildung vermitteln? Wie wollen wir unseren Vereinszweck weiterführen, ohne dass wir eben in großen Veranstaltungen an den Schulen präsent sein können? Die Antwort war dann, dass wir eine Taskforce gegründet haben und uns ja, ein bisschen zusammengetan haben und Ideen gebrainstormt haben, was ein digitales Angebot, also ein Discussit Digital, dann sein könnte. Wir haben gemerkt, dass gerade YouTube und auch Blogs eine gute Möglichkeit wären und haben dieses Angebot dann auch in Angriff genommen. Das heißt, wir haben zuerst Erklärvideos aufgeschaltet, wo Moderierende grundsätzliche Fragen zur Politik in der Pandemie behandelt haben, wie Freiheitsrechte, Grundrechte, eben auch diesen Maßnahmen, Gewaltenteilung und so weiter. Dann haben wir aber auch begonnen, Podien aufzuzeichnen, wo wir Politikerinnen einluden und entsprechend diese Themen debattierten, diese dann auf YouTube hochluden und entsprechend mit den Schulen teilten, aber auch über unsere sozialen Medien gestreut haben. Des Weiteren der Discussit-Blog, wo wir eben eine kritische Auseinandersetzung übten mit diesen Themen in der Pandemie und diese dann durch Vereinsmitglieder entsprechend in Texten verarbeitet haben, sodass die Jugendlichen auch dort entsprechende Infos erhielten. Und dies wurde auch begleitet mit kleinen Quizzes oder mit kleinen Unterrichtsmaterialien, die wir gestalteten. Genau. Des Weiteren war es eben so, dass wir mit diesem digitalen Angebot dann zumindest im Frühling 2020 diese ganzen Vorortveranstaltungen ersetzen konnten. Hier sieht man noch einen kleinen Ausschnitt von unserem Blog mit, eben mit dem Überthema Freiheit und dem Demokratie in der Zeit von Corona. Genau. Da wir den ganzen Verein umstrukturieren mussten und Leute quasi über Nacht ihre Rollen ändern mussten, teilweise mussten wir da auch herausfinden, ja, wie schneiden wir diese Videos richtig, wie organisieren wir das, wie kommunizieren wir das, war das natürlich ein Riesenaufwand und wir waren damals noch komplett ehrenamtlich unterwegs. Das heißt also, das war wirklich auch ein großer freiwilliger Aufwand. Und weil wir das eben trotzdem relativ schnell umgesetzt haben, erhielten wir jetzt am Tag der Demokratie letzten Jahres den Demokratiepreis für dieses Projekt Discussit Digital, worauf wir auch stolz sind und unseren Mitgliedern auch dankbar sind. Genau. Hier noch ein Bild von der Überreichung. Genau. Hier sieht man einen hybriden Event. Im Laufe der Zeit war es dann so, dass wir doch wieder an den Schulen vor Ort sein konnten, einfach mit bestimmten Einschränkungen wie Personenobergrenze, Abstände, Masken etc. Und hier sieht man zum Beispiel einen Saal, da sind ein paar wenige Schüler vor Ort drin, natürlich die Politikerinnen mit den entsprechenden Abständen, aber gewisse Klassen wurden auch online zugeschaltet aufgrund der Personenobergrenze und die konnten dann ihre Fragen auch online stellen. Die sieht man, hier sieht man einen Schüler, der diese Frage gerade äußert über Zoom und das war auch teilweise technisch herausfordernd, dass wir das alles koordinieren konnten und umstellen konnten, nicht nur für uns, sondern auch für die Schulen. Hier sehen wir weitere Impressionen. Auf der linken Seite sogar ein
ein Angebot, das eben nicht hybrid war, sondern komplett online. Also es gab auch Veranstaltungen, die wir dann eigentlich über Zoom durchführten. Also die Politikerinnen und auch die Moderation unsererseits waren auf Zoom und die Schulklassen wurden dann einfach über Zoom zugeschaltet, in dem Sinne, dass sie in ihrer Klasse saßen und das über den Beamer mitverfolgten. Und auf der rechten Seite sehen wir in der Zentralschweiz wiederum eine hybride Veranstaltung, also teilweise online, teilweise vor Ort. Und das waren dann auch so die Lösungen in dieser Zeit. Und mittlerweile können wir sagen, haben wir wieder die meisten Veranstaltungen vor Ort. Hier sehen wir auch noch gewisse Tools, die wir dann einführten, wie zum Beispiel Mentimeter, wo man entsprechend abstimmen kann. Also es ist eine Live-Abstimmung, wo die Schülerinnen nach der Diskussion auch sagen können, okay, welche Seite hat mich mehr überzeugt? Hier beispielsweise beim Freihandelsabkommen mit Indonesien eine sehr knappe Abstimmung. Und das hat eben dann auch so ein bisschen den Schülerinnen vermitteln, okay, ihr könnt am Schluss auch noch sagen, was ihr jetzt von dieser Diskussion haltet. Hier haben wir noch ein bisschen zusammengefasst, was jetzt von dieser ganzen Geschichte die Vor- und Nachteile darstellen. Auf der einen Seite können wir sagen, natürlich war es auf organisatorischer Basis etwas leichter, weil wir mussten nicht immer vor Ort sein. Wir hatten einfach technische Abklärungen zu machen. Aber auch gerade bei der Suche von Politikerinnen war es leichter, weil die Politikerinnen, die konnten eigentlich von zu Hause aus sich zuschalten, immerhin, wenn es online war. Und wir konnten auch zum Beispiel Politikerinnen aus der Ostschweiz einladen für Podien in der Zentralschweiz. Wir waren also auch flexibler, wenn es online stattfand. Ebenso war das auch mit den YouTube-Videos. Was wir auch feststellten in der Praxis war, dass die Partizipationshemmschwelle fiel. Also viele SchülerInnen, die konnten im gewohnten Umfeld, also entweder zu Hause oder eben im Klassenzimmer, ihre Fragen stellen oder auch kommentieren oder ja, einfach Bemerkungen abgeben. Und das war viel leichter in so kleinen Gruppen oder eben hinter dem Bildschirm, als wenn sie jetzt an einem Podium saßen mit 200 anderen SchülerInnen. Da haben wir gemerkt, dass sich mehr Jugendliche auch zu Wort gemeldet haben während der Diskussion. Natürlich gab es auch uns als Verein auch einen Schub in Bezug auf die Digitalisierung. Wir haben neue Tools kennengelernt, wir haben Erfahrungen gemacht. Was wir aber auch als Nachteil vermerken müssen, ist, dass eben die Politik in die Schule bringen nur begrenzt möglich ist. Wie bei Discussit, wir haben ja vor allem diesen erlebnisorientierten Ansatz. Wir möchten Politik erlebbar machen. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Also hier haben wir vielleicht noch eine bisschen eindrücklichere Visualisierung mit dem Bildschirm in der Mitte als Zwischenschaltung und links quasi die SchülerInnen, die dann durch den Bildschirm dieses Erlebnis haben mit den Politikerinnen, die entsprechend etwas äußern oder diskutieren. Und da leidet die Authentizität natürlich extrem. Und man hat nicht das Gefühl, man ist jetzt auf einer Augenhöhe oder man kann die quasi fast schon anfassen, wie wenn die jetzt auf der Bühne stehen in der Aula. Und das hat natürlich schon sehr gelitten, genau. Auf der anderen Seite war es auch für die Moderierenden teilweise schwierig. Da ja, können Sie wahrscheinlich alle ein Lied davon singen. Nach 2 Jahren Pandemie über Zoom gestaltet sich einiges einfach ein bisschen schwieriger, wenn man Gespräche führt und diese auch moderieren möchte. Aus der Praxis haben wir auch noch einige Beispiele mitgebracht. Und diese Beispiele, die haben wir alle aus nächster Nähe eigentlich miterlebt und wollen die auch mit Ihnen teilen. Hier das erste Beispiel mit einer Schülerin. Da wurden wir von einer Schule kontaktiert und die Schule sagte, ja, eine Mutter einer Schülerin hätte sich gemeldet bei Ihnen nach einer Discussit-Veranstaltung und sie hätte gesagt, ja, diese Schülerin, die hätte sich eben irgendwie gegen dieses Corona-Gesetz kritisch geäußert und die wäre dann ausgelacht worden und auch nach der Veranstaltung wäre sie teilweise beschimpft worden und ja, sie hätte da mit ihrer Mindermeinung extreme Probleme gehabt, dann auch im sozialen Gefüge der Schule. Und das war natürlich für uns auch eine sehr eindrückliche Erfahrung. Wie gehen wir mit dem um? Braucht es noch viel
ja, Nachbereitung, braucht es stärkere Reflexion nach den Podien, wie geht man eben auch mit solchen Mindermeinungen um. Und da mussten wir uns auch grundsätzlich Gedanken machen. Des Weiteren ein Beispiel aus der Moderation, das ich selbst erleben durfte oder musste. Und da war es so, dass es zum Covid-Gesetz eine Debatte gab, die ich moderierte. Und eine Politikerin, die hat dann behauptet, dass die Impfung eben nicht oder nur teilweise nütze und dass das eigentlich überhaupt nicht nötig sei. Und ich habe dann auf die Wissenschaft verwiesen und gemeint, ja, es sei so, dass die Impfung doch nütze und dass das auch bewiesen sei und erforscht sei. Und im Nachgang zum Podium hat diese Politikerin uns dann sehr schlechte Bewertungen gegeben und gemeint, wir seien nicht neutral, wir seien parteiisch, wir hätten da uns nicht richtig verhalten. Und da haben wir auch gemerkt, dass wir im Umgang mit unseren Moderierenden sehr genau darauf achten müssen, wie geht man in einer Diskussion mit solchen Äußerungen um, was sind Fakten, was sind Meinungen und wie ist die Rolle einer Moderation. Genau, zum letzten Beispiel wird euch jetzt Raphael etwas erläutern. Genau, und dabei geht es um die Besetzung eines Podiums mit Politiker und Politikerinnen. Und das war im Herbst 2021 im Vorfeld des zweiten Covid-Referendums. Und wie Sie alle wissen, da war wirklich die politische Stimmung in der Schweiz extrem angeheizt und angespannt. Corona-Maßnahmen, Befürwortende und Gegner, die wollten zwar gerne an unsere Podien kommen, aber sie waren nicht jeweils bereit, das in jeder beliebigen Konstellation zu tun. Und das war für uns eine sehr schwierige Aufgabe. Und die eine Situation war so, dass eigentlich das Podium wäre voll besetzt gewesen und wir haben das auch so kommuniziert. Und dann war die Reaktion einer Maßnahmenbefürworterin, die hätte teilnehmen sollen, sie komme nicht an das Podium, weil Maßnahmengegner X auch dabei ist. Und das sind extrem schwierige Situationen. Das war extrem schwierig für uns, wie man damit umgehen soll. Wir versuchen zu vermitteln. Uns war es aber trotzdem auch wichtig, dass wir nicht irgendwie zum Spielball werden der beiden Parteien. Und uns geht es ja im Endeffekt eigentlich darum, eine politische Diskussion zu ermöglichen an Schulen und nicht in diesen Konflikt reinzugeraten. Und so müssen wir uns trotzdem auch fragen, ja, wie kontrovers dürfen und sollen Podien sein bezüglich Besetzung? Und haben wir vielleicht auch hier in diesem Beispiel Ansätze einer Cancel Culture, wo Diskussionen mit gewissen Personen per se auch verweigert werden? Und es hat sehr, sehr viele Diskussionen im Verein auch ausgelöst. Es ist auch schön zu sehen, dass im Verein da ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und wir haben die Situation dann schlussendlich so gelöst, schlussendlich war keine der besagten Personen dabei. Wir sind aber gut miteinander verblieben und wir hatten auch zum Glück noch zwei weitere Personen eingeladen, die dann als Podiumsgäste dabei waren. Das so als Beispiel und ich glaube, zusammenfassend kann man schon sagen, solche Situationen wie jetzt hier eingeblendet, das gibt es immer wieder bei uns. Es ist hitzig, es kann emotional werden, es kann sogar persönlich werden. Und wir sehen es da als unsere Aufgabe von Discussit, trotz Kontroverse ein konstruktives und respektvolles Gesprächsklima zu kreieren. Und ja, unsere Moderierenden, die stehen da in der Mitte zwischen diesen beiden Köpfen und versuchen da zu vermitteln und einen kühlen Kopf zu bewahren. Und ja, was auf der pädagogischen Ebene wichtig ist, darüber hinaus versuchen wir auch solche extrem emotionalen Themen, versuchen wir eigentlich zu antizipieren, indem wir am Ende eines Podiums bewusst auch auf demokratische Werte wie Meinungsfreiheit oder Toleranz eingehen und diese diskutieren. Also zum Beispiel haben wir diese Folie, die Sie hier sehen, diese blenden wir jeweils auch am Ende eines Podiums ein. Und die Message dabei soll eigentlich sein, wir sind uns vielleicht nicht einig in diesem Thema, doch alleine die Tatsache, dass wir jetzt hier stehen, dass wir hier stehen und mit Schülern und Schülerinnen darüber diskutieren, das ist bereits extrem wertvoll für uns und es ist extrem wertvoll auch für unsere Demokratie. Und ich glaube, auf dieser Basis ist es auch zu verstehen,
es ist nicht schlimm, wenn man sich Leute in die Haare geraten, sondern es geht mehr darum, was macht man daraus und wie reagiert man. Hier nochmals zusammengefasst, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, also einerseits die Kontroversen zulassen und aushalten können, jede Person soll sich frei äußern können und auf der anderen Seite eben auch wichtig, der Respekt, die Toleranz und auch die Akzeptanz von anderen Meinungen und von Personen per se. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Genau, ich hätte noch etwa 5 Minuten oder soll ich hier aufhören? Nein, ich glaube, die 5 Minuten haben wir noch auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut, dann mache ich doch gleich weiter. Mhm. Ja, die Folgen für unser Angebot. Wir sehen hier über das Jahr 2021 eigentlich alle Veranstaltungen, die vor Ort stattgefunden haben in Braun, die Grünen in Online in Grün und Grau in Hybrid. Und man sieht eigentlich anhand dieser Einfärbung sehr, sehr genau, wie die damalige Corona-Lage auch war. Im Frühjahr eher wenig Veranstaltungen, meistens online und dann zum Schluss wieder sehr, sehr viel. Über das ganze Jahr gesehen haben wir über 9000 Schüler und Schülerinnen erreicht mit unserem Angebot. 40% davon waren Berufslernende und 60% davon waren an Gymnasien. Und wir werfen einen Blick in die Evaluation unserer Podien. Also wir fragen wirklich die Leute, wie haben sie das Ganze gefunden, was wir gemacht haben. Und das hilft uns sehr, die Qualität und Wirkung auch zu messen. Und wir haben so sehr viele Rückmeldungen erhalten. Und man sieht hier, alle Akteursgruppen bewerten unsere Podien ungefähr mit 8 von 10 Punkten im Durchschnitt, was grundsätzlich schon mal erfreulich ist. Wenn wir uns nun auf die Kernzielgruppe, die Schüler und Schülerinnen, fokussieren und diese näher betrachten, dann haben wir hier ein sehr spannendes Bild mit diesen 53 Veranstaltungen, die wir hier, wo wir wirklich genügend Feedbacks hatten, sehen wir sehr klar, dass eigentlich an Gymnasien unser Angebot ein wenig beliebter ist als an Berufsschulen. Das ist für uns nicht ganz überraschend und ist trotzdem auch ein guter Ansporn, das noch besser zu machen, auch für Berufslernende zugeschnitten. Und ganz unten in Grau sieht man auch sehr gut, dass das Angebot vor Ort besser ankommt als Online-Veranstaltungen. Hier eine ähnliche Auswertung, einfach zu einer anderen Frage. Hier geht es um den Lernfortschritt. Habe ich was gelernt? Und es zeigt sich ein sehr ähnliches Bild. An Gymnasien ein wenig besser als an Berufsschulen. Und hier ganz unten vor Ort wirklich nochmals, der Unterschied ist sehr, sehr viel größer. Der Lernfortschritt wird als größer empfunden als online und hybrid. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass die Schüler und Schülerinnen das als lehrreicher empfinden, weil es erlebbarer ist und auch zugänglicher ist als online. Und es ist auch schön zu sehen, dass sie unser Angebot schätzen. Die meisten sagen, dass es dazu beigetragen hat, ihr Interesse an Politik zu fördern. Und generell unser Fazit zu Corona ist wie folgt, also online und digital, das funktioniert. Wir sehen aber klar auch, dass Veranstaltungen vor Ort besser abschneiden als Online-Events. Und diese Erkenntnis hält uns nicht davon ab, weiter solche Formate anzubieten online, als Ergänzung auch. Aber es stärkt schon unser grundlegendes Verständnis von politischer Bildung, die Politik in die Schule zu bringen und einen direkten Austausch zu ermöglichen. Und so denke ich, sind solche Krisen wie Corona auch immer eine tolle Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu bekommen für das eigene Angebot und das auch weiterzuentwickeln. Genau. Und zum Abschluss möchte ich eben noch sagen, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Schulen zusammenarbeiten. Das werden auch immer mehr. Momentan sind es etwa 40 Schulen. Und hier noch unsere Kontaktdaten, die man eben ja auch wenden kann, wenn man uns kontaktieren will. Kontaktieren kann man uns in verschiedenen Fällen, wenn man uns beispielsweise unterstützen will, eben als Freiwilliger oder als Volunteer
aber auch wenn man als Politiker oder Politikerin teilnehmen möchte an Veranstaltungen von uns, wenn man als Schule mit uns zusammenarbeiten will oder eben wenn man als Partner oder Partnerin mit uns zusammenarbeiten möchte. Weitere Infos finden Sie auch auf www.discussi.ch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für die anschauliche Präsentation und diesen Einblick in Ihre Diskussion, Debatten, die ihr an Schulen durchführt. Jetzt gibt es wiederum Zeit für Fragen, für Nachfragen. Wir können uns hier sehr gerne auch etwas vertiefen. Daniel Kübler, ich sehe gerade dich mit der Hand oben. Genau, vielen Dank für den spannenden Vortrag und den Einblick in die Tätigkeit von Discussit. Mich hat eine Sache, die Sie gesagt haben, interessiert, und zwar die Polarisierung eigentlich, die Sie erwähnt haben. Mich würde hier interessieren, Sie haben eindrücklich gezeigt auch, dass Online-Veranstaltungen weniger gut ankommen als echte, also so physische Veranstaltungen. Ich glaube, das haben wir mittlerweile alle gemerkt. Das ist auch bei der universitären Lehre so, wenn es Diskussionen gibt in Seminaren, das geht viel besser, wenn das physisch stattfindet als online. Was mich jetzt an Ihrer Aussage interessiert hat, ist die Frage, ob, wenn man so eine Diskussion über online oder digital stattfindet oder auch hybrid stattfinden lässt, ist dann dieses Polarisierungsproblem noch stärker, als wenn die Diskussion physisch stattfindet. Ich frage das auch vor dem Hintergrund dessen, dass zum Beispiel in ähnlichen Krisen man jetzt diskutiert, ob das Parlament zum Beispiel online tagen soll. Und die Frage wäre schon, ob online als Medium irgendwie eine polarisiertere Diskussion produziert, weil zum Beispiel die nicht verbalen, freundlichen Blicke oder so oder Gesten nicht vorhanden sind. Was ist die, also meine Frage ist eigentlich nach Ihrer Erfahrung des Online-Durchführens von Diskussionen auf den Diskussionsstil und auf die Polarisierung der Meinungen in der Diskussion. Also eine spannende Frage, und meiner Erfahrung nach würde ich sagen, online ist nicht per se konfrontativer als vor Ort. Diese Beispiele, die wir genannt haben, das waren auch Beispiele alle, die vor Ort stattgefunden haben. Und deshalb glaube ich, würde ich das wirklich verneinen. Ich glaube, es kann vor Ort eben fast noch kontroverser zugehen, weil eben sich Leute vielleicht eher persönlich angegriffen fühlen durch Mimik, durch Gestik etc. Und ich habe das Gefühl, online schneidet weniger gut ab, weil es eben emotional auch weniger berührt. Also sowohl die Politiker und Politikerinnen berührt es weniger emotional als auch das Publikum. Mhm. Und ich denke eher, dass es online trockener ist. Kann ich mich anschließen, vor allem weil auch unsere Moderierenden werden eigentlich geschult, vor einem Online-Podium klar zu sagen, lasst einander ausreden, sonst hört man nichts. Man kann ja nicht einfach ins Wort fallen, und vor Ort haben wir auch schon erlebt, dass dann jemand einfach lauter geworden ist oder sich sonst irgendwie in den Vordergrund gestellt hat. Und da muss man sich eben, wenn man die Diskussion schätzt und führen will, muss man sich eben strenger an diese Regeln halten, einfach aus den technischen Gründen auch. Ja. Mhm. Vielen Dank. Ja. Beatrice Ziegler, ich sehe dich. Mhm. Genau. Danke für den Vortrag, war sehr spannend. Ich habe auch die Aussage, dass das Interesse der Schülerinnen und Schüler geweckt oder gesteigert worden ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke, es ist immer spannend, eine solche Diskussion zu erleben auch die Chemie, die stattfindet zwischen solchen Politikern. Ich habe eine andere Frage, und das ist die Frage nach dem Lernen. Gibt es Ansätze oder gibt es Versuche, dieses Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fassen, nicht nur über Selbsteinschätzungen, sondern auch über irgendwelche Fragebogen, Interviews oder was auch immer, um sehen zu können, ob auch andere Komponenten außer dem Interesse da gefördert würden? Ja, also grundsätzlich lässt sich sagen, alles, was in der Vor- und Nachbereitung geschieht von unseren Podien, ist eigentlich in der Hand der Lehrperson. Und wir versuchen da wirklich auch
Dinge ihnen in die Hände zu geben, bestehende Materialien darauf aufmerksam zu machen, dass sie das tun. Wo ich wieder das Gefühl habe, dadurch steigert sich wirklich auch nochmal die Wirkung von unserem Format. Und jetzt vielleicht noch kurz spezifisch zu Ihrer Frage. Wir haben aktuell eine Evaluation, die wirklich sehr stark auf dieses Interesse fokussiert. Da sehen wir ganz klar einen positiven Effekt. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir darüber hinaus eigentlich mehr erwirken wollen. Wir möchten ja eigentlich, dass die Jungen mehr abstimmen gehen und mehr wählen gehen. Und dass sie Interesse ist ja eher etwas Passives. Und wir wollen ja eigentlich vor allem auch bewirken, dass sie sich melden, dass sie diskutieren, dass sie politisch aktiv werden und so das ganze, den ganzen Handwerk auch in die Hände bekommen. Und ich denke, da haben wir sehr spannende Ansätze, aber auch noch viel Potenzial, das noch zusammen mit Hochschulen und durch eigene Tools auch wirklich noch genauer zu erfassen, weil ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial. Ja, und ich denke auch, dass wir ja auch ein Stück weit Kompetenzen vermitteln wollen. Ja. Und Kompetenzen zu messen, das ist gar nicht mal so leicht. Und da sind wir auch dran, das noch zu verbessern und auch in die Evaluation einzubeziehen. Aber das ist eine große Herausforderung, ja. Stelle ich mir vor, ja, wir kennen das ja schließlich, weil wir das schon einige Zeit versuchen. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Es gibt ja auch Vorgängerangebote, die eben dann auch behauptet haben, sie hätten Effekte, oder? Und das ist schade, wenn man nicht genauer sieht, welche Effekte hat man wirklich. Obwohl ich finde, schon allein das Interesse ist wertvoll, oder? Ja. Genau. Mhm. Lilian Wenger sehe ich noch mit der Hand oben. Ja. Ja, Raphael, du hast gerade von der Vor- und Nachbereitung noch gesprochen. Mich würde es noch interessieren, wie die genau oder ein bisschen genauer aussieht, was ihr quasi den Lehrpersonen als Mittel gibt, damit sie die Klassen vorbereiten können, damit die Schüler dann spannende Fragen stellen können und irgendwie in das Thema kommen können. Ja. Genau, ja, wir stellen den Lehrpersonen eine Sammlung an Material zur Verfügung. In der Vorbereitung ist es vor allem Wissensvermittlung, Lebensweltbezug zu den Abstimmungsvorlagen, wo wir auf bestehende Materialien verweisen, sei es EasyVote, sind es andere Dinge, die gerade themenspezifisch auch passen. Orell Füssli hat auch etwas zu Abstimmungen. Also wir haben nicht Ressourcen, eigene Dinge wirklich großartig aufzubereiten, aber wir versuchen da auf Bestehendes zu verweisen. Und in der Nachbereitung haben wir etwas erstellt, eine Art Template, wo die Schüler und Schülerinnen einerseits zur Meinungsbildung sich wirklich Gedanken machen können, was habe ich gehört, was hat es mit mir gemacht, welche Meinung ergibt sich für mich daraus. Und ein zweites Arbeitsblatt ist zur Diskussionskultur. Also wie hat mir das gefallen, was ich hier gehört habe, wie hat das auf mich gewirkt und wie schätze ich die Diskussionskultur von diesem Podium generell auch ein, auch in Bezug auf, haben sich die Leute, sind sie aufeinander eingegangen? Gibt es vielleicht einen Kompromiss, der die beiden Personen verbindet? Also diese Dinge versuchen wir anzugehen. Sind uns auch bewusst, dass das ganz klar in der Hand der Lehrperson ist und dass wir da eher eine unterstützende Rolle einnehmen können. Ja, genau. Und es gab auch schon Ansätze, beispielsweise in Basel, dass wir einen ganzen Morgen veranstalteten an einer Schule, wo wir eine Vorbereitungsstunde hatten, dann das Podium und dann eine Reflexionsrunde, ist dann natürlich aber auch immer eine zeitliche und personelle Frage, oder weil wir ja auch nicht unbegrenzt Mittel haben und die Schule ja auch nicht. Und deshalb ist es auch immer ein bisschen diese Frage noch, die mitschwingt. Okay. Ja, Vera Spierriesen? Noch eine Frage, ja? Ja, vielen Dank an beide Beiträge. Und ich hätte noch so eine Frage, die quasi die Beiträge kombiniert, weil in meiner Wahrnehmung waren die auch irgendwo kontrastreich.
Und ich habe mich so gefragt, das, was Alexander Wonig zu Beginn ausgeführt hat mit dieser Subjektorientierung und auch, dass unterschiedlich privilegierte Gruppen, wie die angesprochen werden können und so weiter. Also diese Perspektiven, wie die jetzt in Discussit berücksichtigt werden oder auch umgekehrt gefragt, Entschuldigung, wie Sie das, Herr Wonig, beurteilen? Oh Mann. Entschuldigung. Die Frage war an Herrn Wonig gerichtet, glaube ich. Soll ich da jetzt direkt drauf reagieren? Also ich finde das total spannend und ich habe 4 Jahre in Deutschland mit so 12 Standorten ungefähr ein Projekt gemacht, in dem es darum ging, dass Schülerinnen und Schüler jeglichen Alters, also von der Grundschule bis zur Berufsschule, die Möglichkeiten bekamen, in außerschulischen Bildungsseminaren politische Aktionen zu planen. Und eine Aktionsform, die oft gewählt wurde, war die Organisation eines solchen Podiums. Ne? Und es wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wie viel Subjektorientierung sozusagen ist auf der Ebene von Planung, Durchführung, Reflexion möglich, auch die Metaebene. Ne? Das fand ich total spannend, die Metaebene mit zu berücksichtigen, was ihr jetzt eben gesagt hattet. Also wie haben wir dieses Podium empfunden? Wer hat da gesprochen? Gab es da vielleicht auch Ungleichheiten im Gesprächsverhalten in diesem Raum? Also all diese Dinge, die oftmals so beiseite gewischt werden, mit zu begreifen als Teil von einem politischen Bildungsprozess und sich dann auch vielleicht zu fragen, auch innerhalb der Organisation und so weiter, innerhalb der Teamenden, der Freiwilligen, die das durchführen und so weiter, wie viel Möglichkeiten der subjektiven Mitbestimmung der Lernenden haben wir auch im Format. Ne? Und da würde ich dann sagen, haben wir es dann auch wieder mit Demokratiebildung zu tun. Also wer bestimmt hier was, wer redet nicht und vielleicht auch, wer kommt, wer bringt sich in diesen Veranstaltungen ein. Ja? Also das haben wir auch immer mitreflektiert. Wie ist die Macht im Raum sozusagen? Ne? Wie ist das verteilt? Von daher würde ich sagen, da ist natürlich immer Potenzial, auch noch mehr abzugeben, noch mehr Metaebene als politische Bildungsgelegenheit mit aufzunehmen. Aber dieses handelnde Moment, dieses Teil von so einem Podium und so einem Gespräch zu sein, hat, glaube ich, ein großes Potenzial, um dann auch diese kritischen Fragen auch nach Ungleichheit sozusagen im eigenen Prozess zu reflektieren. Und das wäre dann wiederum politische Bildung, ja, also nach den strukturellen Ursachen zu fragen von Ungleichheit zum Beispiel. Von daher fände ich das spannend, das noch mit in den Reflexionsprozess einzunehmen, diese Fragen. Mhm. Ich selber habe auch noch eine Frage, aber ich sehe noch Christian Mattis, brennt es noch unter den Nägeln? Ja, danke für die Vorträge. Ja. Mich würde interessieren, welche Lehrpersonen sich denn verantwortlich fühlen für diese Art von Veranstaltung? Weil gerade wenn Sie aktuelle Diskussionen oder aktuelle politische Abstimmungen nehmen, dann haben Sie ja so Experten-Dominanzen teilweise in dieser trans-inter- und disziplinären Verortung. Also ja. sind das mehrheitlich die Geschichtslehrer oder sind es Biologielehrer? Ja, also ich glaube, grundlegend muss man sagen, es sind engagierte Lehrpersonen. Das ist immer eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, weil es ist einerseits eine Entlastung, die wir bringen, aber natürlich auch ein Koordinationsaufwand. Also das muss man schon auch sehen. Mhm. Und an den Berufsschulen sind wir ganz klar im ABU, im allgemeinbildenden Unterricht untergebracht. Da passen wir auch super rein, haben wir die Erfahrung gemacht in die Lehrpläne etc. Das ist sehr, sehr gut. Und an Gymnasien ist es schon meistens der Geschichtsunterricht, aber es kann auch mal woanders sein, Geografie, ja. Ja, genau. Mich brennt noch eine Frage und, auf der Zunge. Und zwar, ich grüble noch ein wenig an dieser Kontroverse herum oder an der Kontroversität. Und ich habe mich gefragt, inwiefern Politikerinnen und Politiker überhaupt geeignet sind, um die Kontroverse Diskussionen zu führen.
Weil ich denke, also und jetzt kommt meine Sicht von Politikerinnen und Politiker jetzt auch hier hinein, oder? Man hält sich dann vielleicht auch an den Parteibeschluss und der ist relativ limitiert. Also inwiefern wird hier ein Fenster auch geöffnet, dass da tatsächlich die gesamte Breite von möglichen Argumenten auch abgebildet werden kann und das nicht sich verengt zu einer parteipolitischen Geplänkel und einer Wahlkampfveranstaltung. Es jetzt gerade ein wenig zu. Und welche Präventionsstrategien habt ihr hier oder Moderationsstrategien, dass es eben nicht eine Wahlkampfveranstaltung wird? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich denke, wir haben auch in der Vergangenheit schon oft Experten oder Expertinnen eingeladen aus Medizin, Wissenschaft, Economie Suisse beispielsweise. Bei Lex Netflix haben wir jetzt auch Filmemacher angefragt. Also wir versuchen schon, eine Breite herzustellen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Politik auch so ein bisschen unser Steckenpferd, da haben wir gute Beziehungen. Und ich glaube auch in der Schweiz haben wir viele gute Parteien, die alle das Beste wollen für unser Land. Und insofern möchten wir natürlich auch denen den Platz auch geben an unseren Podien. Die Kontroversität herzustellen, das erfordert natürlich Fingerspitzengefühl in der Auswahl der Politikerinnen. Und ich glaube, da haben wir mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber teilweise müssen wir dann halt gerade bei einem Thema wie Ehe für alle einfach auf gewisse Gruppen zurückgreifen, weil die Kontroversität sonst gar nicht gewährleistet werden kann. Und ja, was ich auch denke, die Wahlkampfveranstaltung haben Sie ja angesprochen, das hast du ja angesprochen. Und gerade vor den Wahlen müssen wir das ein Stück weit natürlich auch zulassen, weil ein Politiker oder eine Politikerin, die kommt ja auch als Stakeholder an unsere Veranstaltung, die hat ein Interesse, vielleicht auch junge WählerInnen anzusprechen und entsprechend darf sie auch ihre Position aufzeigen und sagen, dafür stehe ich und das ist mein, ja, mein Portfolio oder meine Wirkungsweise. Und ich denke aber, da müssen wir einfach schauen, dass wir möglichst eben auf der sachlichen Ebene bleiben in der Diskussion, möglichst auch versuchen, die Politikerinnen zu ermahnen, auf unsere Fragen einzugehen und nicht einfach das Thema so zu ändern, wie es für sie gerade passt und da eine gute Leitung und eben auch eine neutrale Rolle einzunehmen als Verein. Und ich würde sagen, das gelingt uns meistens ziemlich gut. Ja, ja, ich denke auch. Und zur Ergänzung eben, zum einen sind sie natürlich aus Eigennutz motiviert zu kommen, dass das ist nicht weg zu diskutieren. Andererseits aber auch intrinsisch, sie wollen etwas Gutes tun, politische Bildung betreiben, zusammen mit Jugendlichen diskutieren. Und da glaube ich, ist bei den meisten schon ein anderes Mindset da, als wenn sie jetzt in die Arena gehen würden oder sonst eine Wahlkampfveranstaltung. Also nur schon die Tatsache, dass sie dann wirklich auch ins Gespräch kommen mit jungen Leuten, wo sie dann wirklich auch auf Unerwartetes reagieren müssen und Fragen beantworten müssen. Und wir sind dann wirklich bemüht darauf, dass sie wirklich die Fragen dann auch beantworten, die gestellt werden und nicht ausweichen. Ich glaube, da werden sie schon auch etwas aus der Reserve gelockt. Und ich glaube, es tut dem Ganzen gut, ja. Okay, also das hat mich tatsächlich beschäftigt. Ich knüpfe vielleicht noch ein wenig an mit meiner eigenen Präsentation zur Kontroversität dann auch. Ich sehe jetzt gerade keine Hand mehr oben und leite deshalb jetzt über zu meinen Folien. Ein wenig die Zeit dann hüten. Und da bitte ich vielleicht, ich bin dann selber jetzt in der präsentierenden Funktion. Vielleicht, Lilian, ich sehe dich jetzt gerade auf dem Bildschirm. Würdest du mich mahnen, wenn ich ausufere? Und dann einfach intervenieren, wenn ich zu lange... Wann darfst du denn sprechen? Ich denke, 15 Minuten sollten reichen. Ich möchte lieber noch, dass wir Zeit haben, noch etwas zu diskutieren. Also, ich präsentiere jetzt hier teilweise auch die Gedanken der Rednerin, die ich angefragt hatte, Sabanu Khema. Sie hat ihre
Beschäftigung mit Verschwörungstheorien und welche Herausforderungen damit einhergehen für die politische Bildung in zwei Aufsätzen auch bereits niedergeschrieben und ich habe mich da auch eng daran gehalten. Also von daher ist jetzt nicht alles, was ich hier bringe, bei mir alleine gewachsen, sondern ich nehme hier den Diskurs auf, der im Moment auch in der politischen Bildung, gerade auch in Nachgang zur Corona-Pandemie jetzt oder angesichts der Corona-Pandemie geführt wird. Ich habe mir drei Punkte vorgenommen, nämlich die Frage, was sind Verschwörungstheorien und wer sind die Anhängerinnen von Verschwörungstheorien? Sind Jugendliche und junge Erwachsene besonders gefährdet? Also müssen wir hier auch reagieren als politische Bildnerinnen und politische Bildner im Sinne von Prävention oder auch im Sinne von Ausbildung. Alexander, du hast dich eher gegen Prävention ausgesprochen. Schauen wir mal, braucht es sie überhaupt oder ist es gar nicht so die Notwendigkeit hier? Und dann möchte ich überleiten auf, und einige Gedanken formulieren für die politikdidaktische Arbeit, die aus diesen verschwörungstheoretischen Strömungen auch entstehen. Drei Grundannahmen, die ich Ihnen hier gerne so mitgeben möchte als Arbeitsdefinition. Was sind Verschwörungstheorien? Ich glaube, die Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, die hängen drei Gedanken häufig an, wie das in der Theorie auch herausgearbeitet wird, dass die erste Grundannahme nicht geschieht durch Zufall, es ist alles geplant, es wird die Überbetonung der, der Intentionalität findet statt. Dann nichts ist so, wie es scheint. Man muss also immer alles hinterfragen, um zu erkennen, was wirklich geschieht. Das ist eine weitere Annahme. Also dieses hinter die Kulissen schauen und eine dritte Grundannahme, es ist alles miteinander verbunden und man erkennt eigentlich nur die Beziehung, wenn man da auch von einer, vom großen Ganzen aussieht. Das ist vielleicht die dritte Annahme und das Handeln der Personen, die hier involviert sind, ist absichtsvoll. Es nützt jemanden im außerordentlichen Maße. Und wir werden, das sind Mächte, die allenfalls auch nicht wir im Griff haben. Das ist übergeordnet und hat auch Machtübernahme zum Ziel. Jetzt Verschwörungstheorien für jene, die ihn anhängen, erfüllen bestimmte Funktionen. Sie stützen allenfalls die eigene Identität oder auch das Gruppengefühl für jene, die gemeinsam an sie glauben. Verschwörungstheorien schließen Zufall und Kontingenz aus. Sie betonen eben stattdessen menschliche Handlungsmacht. Vielleicht als weiterer Punkt. Sie ermöglichen es auch, vermeintlich Schuldige zu identifizieren. Also das Corona kommt irgendwo her, allenfalls auch aus dem Labor aus Wuhan. Wo das dann dort dann grenzwertig war, inwiefern ist es eine Verschwörungstheorie oder ist es eine Hypothese, die auch wissenschaftlich gestützt werden könnte. Die Verschwörungstheorien erlauben es ihren Anhängerinnen, sich aus der Masse herausheben. Häufig setzen sich die Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, auch ab, im Glauben, dass sie aufgewacht sind und jetzt nun auch eine neue Übersicht haben über das Geschehen. Problematische Konsequenzen. Es wird teilweise damit möglich, Gewalt zu legitimieren. Wir hatten gewisse verschwörungstheoretische Tendenzen, die Attentate oder die Gewalteskalation in Christchurch beispielsweise ausgelöst haben. Dann die Gefährdung von sich und anderen wird im eigentlich negiert oder verniedlicht. Es werden beispielsweise medizinisch sinnvolle Maßnahmen eben dann nicht ergriffen. Masken tragen wird abgelehnt, Impfen wird abgelehnt, Social Distancing oder das Versammlungsverbot, das zu gewissen Zeiten auch geherrscht hat, wird abgelehnt. Und man bringt sich so und andere allenfalls auch in Gefahr.
dann mit einher ebenfalls eine weitere konsequent beschädigtes Vertrauen in die Demokratie. Es wird der Regierung attestiert, dass es lediglich um Machterhalt geht oder Machterweiterung, Vergrößerung. Es wird insgesamt der demokratische Grundkonsens unserer Systeme in Frage gestellt. Der Pluralismus auch, den wir gemeinsam miteinander auch leben und auch die Kontroversen und Diskurse, die damit auch notwendig werden, das wird als mühsam empfunden, weil man ja eigentlich weiß, wie es gehen müsste. Teilweise wirkt es sich auch aus auf Wahlabstinenz. Also dass man sich zurückzieht von den staatsbürgerlichen Pflichten und diese nicht mehr wahrnimmt, weil sie ja sowieso nichts nützen. Verschwörungstheoretische Verschwörungsmentalitäten, die haben tatsächlich, die sind nicht zu negieren. Es ist sicherlich nicht ein ganz breites Phänomen, aber es gibt eine Studie, eine aktuelle in Deutschland, die zeigt, dass doch 20% der Befragten fragen, wie es gibt gemeinsame Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben oder Politikerinnen und Medien stecken unter einer Decke oder ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Experten, die doch mit einem gewissen Maße auch zustimmen. Also es gibt Personen, die hier tatsächlich auch einige Verhaltensweisen mitbringen. Für die Schweiz besteht noch keine solche Datenerhebung. Was wir aber erfahren konnten, wir hatten am letzten Donnerstag, dem ersten Auftaktpanel zu den heutigen Demokratietagen oder zu den aktuellen Demokratietagen haben wir die Studie von Oliver Nachtwey von der Universität Basel zur Kenntnis nehmen dürfen. Er hat präsentiert, wie er mit seinem Team einen Feldzugang gesucht hat im Umfeld von der Corona-Demonstration im Raum Schweiz, Deutschland und Österreich. Er hat hier eine Online-Befragung in Telegram-Gruppen geschaltet. Und diese Corona-Maßnahmen-Kritikerinnen, Kritiker oder Querdenkerinnen auch etwas genauer befragt, worum geht es, welche Einstellungen, Haltungen finden sich in diesen Gruppen. Es wurden dann aufgrund dieser Online-Schaltungen dann auch Fragebögen ausgefüllt. Die sind Teil einer Mixed-Message-Studie, es wurden Interviews weiter noch angehängt und da zeigt sich dann, wahrscheinlich ist die Selbstselektion, die hier passiert ist, weil über Online-Medien dann auch Social-Medien auch rekrutiert wurde, ist es kein repräsentatives Sample und wahrscheinlich haben Leute, die sehr kritisch gegenüber öffentlichen Institutionen und der Wissenschaft eingestellt sind, dann nicht an diesen Befragungen teilgenommen. Gleichwohl ergibt sich ein gewisses Bild. Das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz auf zwei Folien zeigen, bevor ich dann überleite zu den Konklusionen für die politische Bildung. Also wir sehen jetzt diese Maßnahmenkritiker, es gibt sich ein klares Bild, es sind eher oder Corona-Demonstrationsteilnehmer, es waren erstaunlicherweise mehr Frauen als Männer, es könnte aber auch an der Selbstselektion bei der Fragebeantwortung liegen. Junge Menschen sind untervertreten, gerade 10% waren jünger als 30 Jahre, die diese Fragebögen ausgefüllt haben. 38 Jahre war der Durchschnitt und häufig waren die Menschen älter, 75%, 38 und älter. Hohe Bildungsabschlüsse waren vorhanden. Also es handelt sich um eine Gruppe, die ist mehrheitlich der Mittelschicht angehörig und gebildet. Viele von ihnen sind neu politisiert. Haben die Forscherinnen und Forscher aus Basel festgestellt, fast die Hälfte von ihnen hat in der Vergangenheit noch an keinem anderen Protest teilgenommen. Dann, welche empirischen Befunde ergibt sich hier? Es ist ein Schlaglicht. Die Personen, die teilgenommen haben, haben in den letzten Wahlen, letzten Bundestag, in Deutschland beispielsweise verschiedenste Parteien gewählt, würden aber jetzt nach der Pandemie oder im Ausgang der Pandemie dann eher die AfD wählen oder andere Parteien wählen. Dann in der Schweiz zeigt sich ebenfalls ein
breiteres Parteienspektrum bei den letzten National- und Ständeratswahlen. Und wenn Sie jetzt heute an die Urne gerufen würden, dann würden Sie sich eher der SVP Ihre Stimme geben. Das ist mal ein Befund, den ich sehr spannend finde. Eine zweite, also es hat eine Art Wählerin-Shift, der sich hier andeutet. Und in der Schweiz ist es eher die, die Rechte, die hier profitieren. Dann Vertrauen in die Regierung ist ein großes Thema oder auch Wissenschaftsskepsis in diesen Gruppen. Und da gibt es die üblichen Zustimmungen, wir kennen es zum Teil auch aus den Medien, aber es ist doch eindrücklich, das hier jetzt nochmals auch in Daten zu sehen. Das Coronavirus ist nicht gefährlicher als eine schwere Grippe, da wird sehr stark zugestimmt. Oder die Corona-Problematik wird von der Regierung dramatisiert und übertrieben, ebenfalls starke Zustimmung. Dann Corona-Maßnahmen mit drohen Meinungsfreiheit und Demokratie oder es geben die falschen Experten den Ton an. Also diese Einstellungen, die finden eine starke Zustimmung. Etwas weniger klar ist dann die Antwort, ich vertraue meinem eigenen Gefühlen und Institutionen. Da sind sie sich nicht ganz sicher. Aber es gibt auch hier noch einige oder eine staatliche Zahl an Zustimmung. Dann interessant auch für die politische Bildung dann, die Frage auch, ja, sind das Personen, die haben vielleicht auch wirtschaftlich Schaden genommen in der Corona-Zeit, sind dort vielleicht aber auch unter Druck geraten, das ist im Prinzip nicht so, also da wurde eher ablehnend dann geantwortet. Corona hätte in der Regel, sagen viele, es hätte nicht die Existenz bedroht, allerdings gibt es auch einige Zustimmungswerte hier, also rund etwa 25% oder 30% stimmen dann doch hier zu. Also könnte es hier vielleicht auch mit persönlichen Erfahrungen und den Krisenerfahrungen und wirtschaftlichen Ängsten auch zusammenhängen, dass man sich da auch abgewendet hat oder der Politik nicht mehr so recht vertrauen mag. Dann der Lockdown hat meine familiären Bindungen verbessert, da wird diesem Item wird nicht zugestimmt, also da scheint irgendwo persönlich scheinen Anhänger von Verschwörungstheorien dann auch im persönlichen Umfeld in Konflikt zu kommen. Und bezüglich Homeschooling wird aber dann abgelehnt, dass das eigentlich zu Hause besser gemacht werden könnte und dass die Kinder im Prinzip gar nicht unbedingt mehr in die Schule geschickt werden müssen. Das ist schon mal ein beruhigender Befund in dieser Hinsicht. Jetzt, was hat das für Konsequenzen für die politische Bildung in der Schweiz? Drei Vorbemerkungen. Im Gegensatz zu Deutschland haben wir in der Schweiz immer noch ein fehlendes Bekenntnis zur Notwendigkeit politischer Bildung in der Schule oder zur Notwendigkeit des Demokratielernens in der Schule. Es besteht immer noch verankert die Auffassung, dass Politik eigentlich zu Hause am Familientisch auch gelernt wird und dass eigentlich die Familie und vielleicht auch das politische System, Vereine, Parteien ein Sozialisationsort darstellt, um die nachwachsende Generation in die Politik zu sozialisieren. Und da müssen wir uns gewahr sein, dass hier eben auch verschwörungstheoretische Sozialisationsmilieus dazugekommen sind und in verstärktem Maße wahrscheinlich auch sichtbar geworden sind während der Corona-Pandemie. Dies bedeutet, dass allerdings nicht, dass dann Jugendliche eins zu eins geprägt werden. Also wir müssen damit rechnen, dass hier auch Widerstand auch erzeugt wird, auch innerhalb der Familien. Und es wird auch, wir müssen nach Faktoren der Resilienz fragen. Weshalb geht man dann nicht in diese Richtung, wenn vielleicht dann auch die eigenen Eltern Richtung Verschwörungstheorien sich auf den Weg machen. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein, also auch aus der jugendpsychologischen Beratung ist bekannt, dass teilweise auch Jugendliche mit diesen Anliegen auch in die Beratung kommen. Monika, die 15 Minuten sind bald um. Okay, gut, muss ich kurz fassen. Gut, dann was heißt es jetzt für die politische Bildung? Sie scheint wichtiger denn je.
Lehrpersonen sind gefordert, sie müssen verschwörungstheoretisch überzeugen und allenfalls auch ein antidemokratisches Umfeld bei Schülerinnen und Schülern erkennen können. Das kann sein, dass das dann auch eine Rolle spielt, wenn dann in der Klasse Debatten auch durchgeführt werden, wenn beispielsweise auch die typischen Dilemmata, Fragen, die die Corona-Pandemie auch hervorgebracht hat und die auch diskutiert werden sollten, in einer subjektorientierten Bildung und politischen Bildung, wie das Alexander Wonig dargestellt hat im ersten Vortrag. Also da sind ja, da liegen ja die Themen auf der Hand, die sind lebensnah, die sind lebens die haben die Kinder und Jugendlichen auch beschäftigt, aber da können dann auch verschwörungstheoretische Argumente kommen. Also es gab ja die Themen Gesundheit versus Wirtschaft, Schutz vulnerabler Personen versus individuelle Freiheit, braucht es jetzt das ganz Schwere für Jugendliche oder müssen einfach die älteren Menschen zu Hause bleiben? Impfquote und Impfpflicht. Wir haben hier eine große Palette von Themen, die eben auch zu Dilemmas führen, die nicht einfach mit Ja und Nein und richtig und falsch und eindeutig beantwortet werden können und zu denen man ja in der Pandemie auch in öffentlichen Diskussionen ja auch eine breite Debatte führen musste. Dann eine weitere Konsequenz, die sich daraus ergibt, es muss sicherlich auch die digitalen Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler müssen gestützt werden, weil sich natürlich auch diese Informationen und Verschwörungstheorien auch in sozialen Medien fortsetzen. Das wäre ein ganz eigenes Thema, müsste noch genau darauf geschaut werden. Jetzt aber, wir haben den Beutelsbacher Konsens und das möchte ich als letztes hier noch anbringen für die Diskussion. Also wir haben hier dann in der Schule, aber auch für ausschulische Angebote einen breiten Konsens, dass Schülerinnen und Schüler nicht überwältigt werden sollen, dass sie ihre eigene Meinung bilden können, sollen sich also in die Hilfe, also in die Lage versetzt werden, sollen sich eine eigene Bildung, Meinung zu bilden. Dann Kontroversität, also dass eben diese Kontroversität dann auch im Unterricht wiederum umgesetzt werden kann und die Schülerorientierung, also sich dann auch die eigene Position zu analysieren, sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen. Jetzt, diese Kontroversität hat aber auch Grenzen. Wenn dann Schülerinnen und Schüler Verschwörungstheorien in den Unterricht hineinbringen oder wenn dann Lehrpersonen wahrnehmen, dass da auch solche Treiber auch dahinter sind, eine erste Grenze und eine Herausforderung für die politische Bildung, die didaktische Reduktion. Und die Frage ist dann, soll man jetzt die gesamte Palette der Kontroverse ausbreiten im Unterricht? Minoritäre Meinungen, ist eine Verschwörungstheorie dann dringend und zwingend auch im Unterricht zu thematisieren? Oder lassen wir sie weg, weil damit unter Umständen auch Probleme entstehen können? Das ist eine große Frage. Also inwiefern muss das, was im Unterricht dann auch eingebracht wird, auf eine Wissenschaftsorientierung aufweisen? Oder kann es durchaus auch mal ein Gradmesser der Debatte, was gerade so im Äther ist, in der Gesellschaft, ist das etwas, was da aufgegriffen werden muss? Ich glaube, das ist eine Frage, die dann nicht so einfach zu beantworten ist. Eine zweite Grenze, die allenfalls doch dann auch das Handeln der politischen Bildner und die Auswahl, wie diese Kontroversen und Debatten im Unterricht geführt werden könnten, dann leiten sollten, dass da grundlegende demokratische Werte tatsächlich hochgehalten werden, dass es allenfalls auch eine Klarheit braucht, dass wir an Meinungsfreiheit, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung auch tatsächlich auch anhalten, also dass wir das hochhalten wollen, dass das auch unsere Sicht auf Demokratiequalität auch tatsächlich leitet. Und hier braucht es für politische Bildnerinnen, denke ich, eine gewisse Sattelfestigkeit. Sie müssen erkennen, wenn Grundwerte
in Kritik stehen, wenn die, wenn die Diskussion abdriftet, wenn plötzlich diese Werte in Frage gestellt sind und allenfalls auch die Orientierung bei den Diskutierenden fehlt. Eine dritte Grenze gibt den Respekt gegenüber dem Individuum einzuhalten. Also sollen die Individuen nicht bloßgestellt werden, aber irgendwo muss auch die Faktenlage allenfalls klargestellt werden. Hier habe ich dann aber die Schriften von HEMA vor allem so gelesen, dass sie die Erfahrung gemacht hat, in zahlreichen Debatten, in zahlreichen Diskussionen, die sie auch mit Jugendlichen geführt hat, dass die Klarstellung der Faktenlage teilweise nichts hilft, sondern dass es eher dann die Frage ist, oder dass es eher ein Weg ist, nach persönlicher Relevanz zu fragen, weshalb denkst du das, wie kommst du zur Überzeugung, dass, was hilft dir das, wenn du annimmst, dass das Maskentragen nichts nutzt in dieser Pandemie und weshalb möchtest du selber keine Maske tragen, also eher auf diese persönliche Ebene. Eine weitere didaktische Überlegung, die hier noch auch immer wieder auch hineinkommt, dass manchmal stellen sich Individuen auch mit Minderheitenmeinungen und das habt ihr, Sven und Raphael, ihr habt das ja auch bei euren Diskursen auch gemerkt. Da sehen sich dann jene, die diese Minderheitenmeinung dann formuliert haben, einer Mehrheit gegenüber und fühlen sich bloßgestellt oder ausgegrenzt. Und da ist dann die Empfehlung in der fachdidaktischen Literatur, auch mit Verschwörungstheorien, dass allenfalls eben Kontroversität und Debatten mit Rollenzuschreibungen geführt werden, in denen dann hart auf hart diskutiert werden kann, aber es ist nicht eins zu eins mit der eigenen Meinung auch assoziiert und dass Provokation und politische Konfrontation allenfalls auch mit Comedy, mit Satire oder auch mit einer Methode, mit der Dilemma-Methode, wie sie beispielsweise Reinhardt vorgeschlagen hat, das lasse ich jetzt aber schnell weg, also dass da einfach Alternativen auch im Umgang gewählt werden, dass da tatsächlich zur Sprache kommt, dass zur Sprache kommen muss. So würde ich das formulieren. So, ich glaube, ich schließe hier. Das sind so die Grenzen und die Umgangsweisen vielleicht auch mit heiklen Themen, die ich gerne mit euch teilen wollte und öffne wiederum gerne für die Diskussion. Alain Burger, ich sehe dich, genau. Wunderbar, besten Dank, Monika. Ich hoffe, man hört mich auch. Ja. Sehr gut. Ja, also ich versuche das jetzt auch gleich wieder zu verknüpfen, was du gesagt hast. Das war sehr spannend. Etwas, wo ich als Lehrperson ja auch damit konfrontiert bin. Ich würde aber gerne die Frage jetzt an Raphael und Sven von Discussi stellen. Und zwar die Frage, wo zieht ihr dann die Grenze? Oder wie schult ihr eure ModeratorInnen, die Grenze zu ziehen, also wann sagt man in einem Podium auch, halt, stopp, das geht zu weit. Ihr habt es bereits so angedeutet, aber mich würde das noch konkreter interessieren. Ja, ich glaube, eine große Grenze ist natürlich, das war, glaube ich, der dritte Punkt bei dir auf der Folie, Monika, wenn es persönlich wird, wenn es rassistisch wird, wenn es sexistisch wird, wenn es wirklich unter die Gürtellinie geht, das ist ganz klar. Da sagen wir, muss man eingreifen als Moderation. Und zum anderen, natürlich ist es schwierig zu sagen, wo ist die Trennschärfe oder zwischen Meinungen und Sachen, die einfach nicht gehen, gerade auch im Kontext Schule, wo es auch eine Vorbildsfunktion gibt. Und da versuchen wir eigentlich recht themenfokussiert, wir haben immer ein Moderationstreffen vor der Podiumsserie, wo wir wirklich Thema für Thema durchgehen und das durchbesprechen. Und ich glaube, das ist eigentlich unsere Lösung. Es muss Thema abhängig sein, man muss sich reindenken, man muss verstehen, was ist das Thema, wo ist die Grenze und was geht eben nicht. Und das ist so unser Lösungsansatz. Ja, genau. Ja, was ich auch denke, ist, ich meine, das führt auch immer zu Diskussionen bei uns im Verein. Wir haben 70 Leute und die haben auch alle eine Meinung. Und gewisse sagen ja, aber hey, das bessere Argument soll gewinnen.
wir können eigentlich fast jeden einladen. Andere sagen ja, nein, ja, wir müssen schon selbst auch sehr stark intervenieren. Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich weiß nur, beim Moderationsworkshop mit Jonas Preuer haben wir das auch so gemerkt, dass er beispielsweise als Moderator sehr viel durchgehen lässt und dann einfach hofft, dass das bessere Argument beim Zuschauer dann entsprechend auch aufgenommen wird und dass sich der Zuschauer auch diese kritischen Fragen stellt. Ja. Und ich denke, da ist die Verantwortung stets geteilt auch. Ja, ich denke, häufig braucht es eine Intervention von uns, aber häufig kommt die Intervention von selber. Das heißt, von der anderen Seite, aus der Politik oder vom Publikum selber. Also ich weiß noch ein Beispiel, ein Politiker hat gesagt an einem Podium, in der Schweiz gäbe es keine Obdachlose. Und da kam ganz, ganz schnell ganz viele Reaktionen vom Publikum, von den Schülerinnen und Schülern, und er musste sich dann erklären, und weil seine kontroverse Aussage war nachher eigentlich nicht mehr viel wert, weil er musste ein wenig zurückkrebsen oder ist zumindest nicht gut angekommen. Und ich glaube, da gibt es ja auch eine Korrekturfunktion, die am Podium selber auch spielen kann. Dankeschön. Und also kann ich noch empfehlen, Discussit, wir haben es auch bei uns an der Schule, die Schulen, die es noch nicht haben, unbedingt mal reinschauen. Danke dir, ja. Danke, Anna. Danke, Anna, ja. Gibt es weitere Fragen oder auch Gedanken, die gerne auch noch geteilt werden? Lilian? Mhm. Meine Frage richtet sich auch an Raphael und Sven. Und zwar würde mich noch Wunder nehmen, also ich kann mir vorstellen, dass die SchülerInnen, die sich dann zu Wort melden bei den Diskussionen, die sind, die sich sonst auch zu Wort melden in den Klassen und so weiter, oder? Und dass dann nur ein Teil der SchülerInnen so quasi partizipieren, oder? Also was ist eure Strategie, um zu sorgen, dass alle quasi partizipieren können? Oder ist das nicht so wichtig für euch? Wie ist eure Haltung dazu? Das ist sehr wichtig. Also wir wollen, dass möglichst alle mitreden. Und deswegen schauen wir mit den Schulen auch, dass das immer zu den Zeiten stattfindet, wo das eigentlich Pflicht ist zu kommen. Also dass eben auch die Politikmuffel dabei sind, die sonst keine Lust haben auf Politik. Und wie wir das auch versuchen zu integrieren, dass möglichst viel Partizipation geschieht, ist eben, dass wir möglichst viel Zeit lassen, die Fragen zu stellen und teilweise auch ins Publikum reingehen und dann einfach das Mikrofon mal jemandem hinhalten und sagen, hey, du hast doch sicher auch eine Meinung, möchtest du etwas teilen mit uns? Und so auch Aufforderungen gestalten. Und ich mag mich erinnern, ich war auch schon an Schulen, wo eher technische Themen gelernt wurden, und da musste man teilweise wirklich zu den Leuten hingehen und sagen, hey, aber du hast doch auch eine Meinung dazu, vielleicht auch eine Brücke bauen, das Thema ein bisschen einfacher erklären, vielleicht eine Brücke zwischen SchülerInnen und PolitikerInnen bilden und zu vermitteln und versuchen dort auch irgendwie die persönliche Betroffenheit ins Spiel zu bringen, so aufzuzeigen, hey, Politik ist, wie viel kostet dein ÖV-Ticket, wie viel Geld musst du zahlen für deine Ausbildung etc. Und gelingt natürlich auch nicht immer, es gibt Leute, die haben einfach keine Lust, aber wir versuchen das schon. Und ja, ich glaube auch, also, so oft wie möglich aktivieren, nicht nur am Schluss Fragen zulassen, von Anfang an, und möglichst früh diesen Icebreaker zu haben. Oder die erste Person, die sich meldet, ist sicher eine Person, die ja im Unterricht sehr aktiv ist. Aber wenn mal diese Dynamik losgeht, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass es eine Chance sein kann, auch für ruhigere Schülerinnen und Schüler, die sich nicht so getrauen, wenn dann eben das Klima und die Dynamik auch da ist. Genau. Aber das ist natürlich ein Punkt, der sehr berechtigt ist, ja, den du ansprichst. Ja, und ich denke, man muss wirklich versuchen, diese Brücke zu bauen. Also ich weiß noch, einmal ging es bei einer Diskussion um das institutionelle Rahmenabkommen. Das wird ja mit Insta abgekürzt. Und dann habe ich zu Anfang gefragt, ja, Insta, kennt das jemand von euch?
was bedeutet das für euch? Und die haben dann natürlich die soziale Plattform mit verbunden. Aber nur schon so könnte man irgendwie einen Connect schaffen und das Interesse generieren. Und da versuchen wir eben auch mit jungen Leuten, die diese Moderation wahrnehmen, bei uns irgendwie diese Brücke zu schlagen. Mhm. Seht ihr mehr Teilnahme an kleineren Veranstaltungen? Ihr habt ja davon gesprochen, dass das manchmal auch 200 SchülerInnen teilnehmen. Das ist eher eine große, nehme ich an. Also würdet ihr in dem Fall eher kleinere Formate empfehlen, damit es mehr Teilnahme gibt? Ja, ist eine gute Frage. Also natürlich die größeren Veranstaltungen, die erleichtern uns natürlich mehr SchülerInnen zu erreichen pro Veranstaltung. Kleinere Veranstaltungen mit nur vielleicht 40, 60 Personen, die sind ein bisschen familiärer. Da ist der Diskurs meistens auch breiter, weil bei den großen Veranstaltungen ist die Hemmschwelle höher. Ja, aber ich denke, die Partizipation ist definitiv höher bei kleineren Veranstaltungen. Ja. Okay. Ja. Robin, gut. Wir haben jetzt noch viel darüber diskutiert, ja, was sind diese Verschwörungstheorien, wie gehen wir im Unterricht damit um? Und ich habe mich dann gefragt, ist es auch Teil der politischen Bildung, dass dann die Schülerinnen und Schüler selber Verschwörungstheorien erkennen können oder dass ihnen wie eine Toolbox in die Hand gegeben wird, wie sie sich eine Meinung bilden können, wie sie Verschwörungstheorien erkennen können. Ist das auch ein Thema, vielleicht auch bei Raphael und Sven, oder geht es mehr darum, einfach die Diskussion zu fördern, politische Meinungen zu zeigen? Ich glaube, die Frage, Raphael, Sven, Alexander, Wonig, auch, ich glaube, die sind alle angesprochen. Für mich geht die Kenntnis und auch das Erkennen, dass da Verschwörungstheorien, das ist tatsächlich kein randständiges Phänomen, dass nur einige wenige in unserer Gesellschaft auch teilen. Das hat, glaube ich, die Corona-Pandemie hat hier auch Vorschub geleistet teilweise. Natürlich muss man schauen, wie das auch weitergeht. Aber es ist nicht nur die Pandemie alleine. Also Verschwörungstheorien gab es schon vorher. Und ich denke, dass diese ganze Medienbildung, die digitale Medienbildung im Sinne einer Digital Citizenship Education, dass die tatsächlich einen großen, dass die ebenfalls betrachtet werden muss, dass wir da Anstrengungen unternehmen müssen. Das wäre jetzt mal so eine erste Antwort. Alexander Boni. Ja, ich glaube, man muss da verschiedene Ebenen unterscheiden. Also die eine Ebene wäre ja tatsächlich so eine Frage nach digital, also politische Bildung und Digitalisierung. Ja? Also wie verbreiten sich Theorien im digitalen Zeitalter? Vielleicht das, was Monika eben auch angesprochen hat. Das andere wäre tatsächlich so, wie erkenne ich Verschwörungstheorien? Da gibt es wahnsinnig viel mittlerweile so im Diskurs darüber. Und ehrlich gesagt, nahezu jede Hausarbeit, Bachelor- und Masterarbeit wollen Studierende aktuell zu diesem Thema schreiben. Ich kann es fast schon nicht mehr lesen, denn das sind dann diverse Methoden sozusagen, die da vorgebracht werden, Debunking und sowas. Also da gibt es wahnsinnig viel auch gute Sachen. Aber die dritte Ebene, und das finde ich eigentlich die interessante für politische Bildung, also ich will jetzt, die sind alle wichtig, ja, aber das ist eigentlich die interessante, finde ich, die vernachlässigt wird, ist die Frage nach, ja, in welcher Gesellschaft leben wir sozusagen, in der bestimmte Theorien auch Anhängerinnen und Anhänger finden. Und wie kommt es dazu, dass es so ein wirre Verhältnisse auch zu so Kategorien wie Wahrheit gibt? Ja? Und woran erkenne ich sozusagen, dass diese Kategorie der Wahrheit irgendwie verwischt? Und es gibt aus den 40er Jahren einen Aufsatz von Theodor W. Adorno, der heißt Gesellschaft. Wie heißt er? Gesellschaft, Wahn, jetzt weiß ich es leider nicht, also Gesellschaft, Wahn, Kapitalismus oder so. Kapitalismus, Wahn, Gesellschaft. Und wo er sozusagen, nee, Wahrheit, Wahn, Gesellschaft. So, Wahrheit, Wahn, Gesellschaft, wunderbar. Und den tatsächlich hat letztens ein Studierender mal zum Ausgangspunkt seiner Masterarbeit gemacht. Und das war wahnsinnig spannend, weil dann geht es ja tatsächlich um die Frage, wie tendiert, durch welche Mechanismen tendieren Teile von Gesellschaft zu so einem Wahn? Ja? Also, dass man wirklich Dinge glaubt,
die eigentlich nicht mehr anders beschrieben werden können als durch eine Wahnvorstellung und dass das der Gesellschaft sozusagen aufgrund bestimmter Prozesse auch inhärent ist. Und das wären, glaube ich, so die drei Ebenen, die man unterscheiden muss. Die eine Frage wäre so Digitalisierung, Verbreitung von Meinungen im Netz, wie verselbstständigt sich das, Algorithmen, Bots und so weiter. Das andere wäre sozusagen so diese, wie erkenne ich das und was kann ich dagegen tun? Also Debunking ist so das bekannteste methodische Setting. Und das dritte wäre tatsächlich die Gesellschaftsanalyse, um zu fragen, auf welcher Grundlage, wie ist die Gesellschaft aufgebaut, dass sie da zum Wahn tendiert. Genau, und da zu letzterem gibt es nichts oder wenig. Und zu den anderen beiden würde ich sagen, gibt es schon recht viel, auch Methoden, genau, im Wochenschau-Verlag, massenhaft Bände mittlerweile zu Verschwörungstheorien, Populismus und politischer Bildung. Ja. Mhm. Ich schaue noch etwas in die Runde. So, also ich glaube, es sind jetzt hier, wir haben schon viel geschwatzt und es ist auch schon zu fortgeschrittener Stunde. Ich habe, ich rege jetzt an, dass wir uns noch so in kleineren Räumen, Breakout-Rooms, eher informell treffen können und würde sagen, wir schließen jetzt hier mal das große Plenum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Referierenden für ihre spannenden Vorträge, für ihren Beitrag und hoffe, dass wir weiterhin miteinander im Gespräch bleiben. Und wer Lust hat und Zeit hat, kann gerne jetzt noch das Angebot wahrnehmen. Wir richten Breakout Rooms ein von 6-7 Leuten. Man kann sich selber irgendwo einwählen. Und vielleicht gibt es da oder dort noch so eine kurze Nachdiskussion in kleiner Gruppe. Und für all jene, die ich dann nicht mehr sehe und höre, wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend und mache gerne noch etwas Werbung für nächste Woche. Am Mittwoch, am 6. April, werden wir live vor Ort sein im Kultur- und Kongresshaus Aarau. Alain Berset, der Bundesrat, der die Pandemie als Gesundheitsminister ja zentral auch bewältigen musste und mit der im Tun war, wird uns besuchen, einen kurzen Vortrag halten und es sind Schulklassen angefragt, die dann auch Fragen mitbringen und da wird eine gewisse Debatte entstehen können, denken wir. Und danach geht es in die Podiumsdiskussion mit Politikerinnen und Wissenschaftlern zu Aspekten der Pandemie und es gibt danach genügend Zeit, ein Aperorisch, um auch persönlich wieder einmal vor Ort miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich bin sicher, dass das ein spannender Anlass wird. Morgen werden die letzten Maßnahmen bei uns in der Schweiz fallen. Bedeutet, es gibt nochmals etwas Diskussion. Wir sind vielleicht auch etwas unsicher noch. Ist das alles so richtig und wohin wird uns das führen, wenn wir keine Ansteckungszahlen mehr erfahren können aus den Medien? Da stehen noch einige Fragen an und ich bin gespannt auf die Diskussion, die wir dann auch mit den Politikerinnen und Politikern halten werden. Vielen Dank und vielleicht bis gerade noch in einem der Breakout Rooms.